Der Holler, Sambucus nigra ist sein Name auf Latein. Da haben wir ihn direkt vor uns stehen. Er ist ein Baum oder ein kleiner Strauch oder ein großer Strauch und ein kleiner Baum, wie ihr wollt. Und der wächst überall dort, wo viel Stickstoff im Boden ist. Wenn man früher so einen Baum gesehen hat, wusste man genau, dort war mal der Abfluss, da war irgendwie der Misthaufen, dort ist ein Holzlager einmal gewesen und die Rinde ist hinuntergefallen, das hat dann verursacht, dass im Boden sehr viel Stickstoff vorhanden war. Und da wächst genau der Holler. Der Holler ist übrigens ein ganz ein toller Baum, er ist dem Mond gewidmet und er spiegelt den Zyklus der Frau wider. Der Baum, wenn er seine Blüten bekommt, hat weiße Blüten. Das heißt, das ist gleichzusetzen mit der Unschuld der Frau, der jungen Frau, die eben unschuldig ist. Weiter geht es dann im Jahreskreis mit den roten Stielen und mit den roten Beeren. Das ist die Zeit der Reife. Das ist die Zeit, wo die Frauen auch reif sind und auch ans Kinderkriegen denken können. Danach gehen diese Beeren ins Schwarze über und somit ist es die Zeit des Vergehens. Das heißt, alle drei Zyklen werden hier mehr oder weniger angezeigt bei diesem Baum. Dieser Baum ist aber ein wunderbar tolles Heilmittel in Wirklichkeit. Wenn wir die Blüten nehmen und sie trocknen, dann können wir daraus einen wunderbaren Tee machen. Dieser Tee ist angeblich geeignet für Behandlung von Husten, von Schnupfen, von Fiebererkrankungen und es ist auch ein wunderbares Herzmittel. Wir kennen das ja, dass wir einen Hollerblütensaft machen. Geht ganz einfach. Wir nehmen einfach die Blüten, nehmen sie ab, tun sie in einen reinen Kübel hinein, füllen den an mit Wasser, tun Zucker dazu, Zitronensäure dazu, lassen den dann stehen und dann wird er abgesät, ungerührt abgesät und dann ist der Saft schon fertig nach ein paar Wochen. Nur die Leute machen einen großen Fehler. Sie nehmen diesen Saft und trinken ihn das ganze Jahr. Wenn eine Flasche fertig ist, dann nehmen sie die nächste und die nächste und die nächste. In Wirklichkeit ist das aber so ein tolles Herzmittel, dass wir ständig ein Medikament zu uns nehmen, ohne dass wir es brauchen. Das heißt, ihr solltet einmal zwei, drei solche Flaschen ruhig trinken, dann nehmt ihr einfach eine andere Frucht, vielleicht Weichsel oder Kirschen oder was auch immer und dann könnt ihr wieder zurückgreifen zum Holler. Ihr könnt aber den Holler auch anders verarbeiten. Ihr könnt die Beeren zum Beispiel trocknen. Ihr könnt eine Marmelade machen aus den Beeren. Ihr könnt einen Saft machen aus den Beeren. Der schmeckt aber sehr eigen und somit ist er für unsere Kinder oft mal nicht so bekömmlich wie der Hollerblütensaft. Den haben sie unbedingt lieber. Dieser Baum hat aber noch eine ganz tolle Eigenschaft. Und zwar, wenn wir das Erbrechen fördern wollen, dann müssen wir die Rinde verwenden und die Rinde von unten nach oben abziehen. Wenn wir die Rinde von oben nach unten abziehen, dann fördert er zum Beispiel Durchfallerkrankungen und solche Sachen. Das heißt, je nachdem, wie man die Rinde abreißt, haben wir dann auch eine Obenausförderung oder von unten. Wir können diesen Baum aber auch zum Beispiel überall dort beobachten, wo nicht nur Stickstoff ist im Boden, sondern er zeigt auch teilweise an, welche Strahlungen wir da haben, ob wir vielleicht eine Wasserader haben oder so, sonstiges. Ja. Das zeigt dieser Strauch oder Baum auch an. Er schaut auch wunderschön aus, er riecht auch so ganz toll. Ja. Und ihr solltet ihn an einem Tag ernten, wann die Sonne so richtig scheint. Ja. Das heißt, wenn es am Vortag geregnet hat, dann lassen wir in einen halben Tag bis zu einem Tag Zeit, dass er wieder seinen Blütenstaub entwickelt und dann nehmen wir ihn. Ihr könnt diesen Baum auch natürlich nehmen gegen Husten, da müsst ihr aber die Blüten trocknen und mit der Blüte arbeiten. Das ist ein ganz ein toller Baum. Früher war es so, und zwar im Mittelalter, stand auf das Ausreißen bzw. auf das Umschneiden von einem Hollerbusch die Todesstrafe sogar. Weil das so ein tolles Herzmittel war, dass sie ihn unter Schutz gestellt haben. Wenn man natürlich weiß, dass der überall aufgeht, ist das eine echte Problematik. Denn wer braucht schon überall einen Holler
Und wenn man ihn dann vielleicht umgesetzt hat oder umgesiedelt hat, dann war man schon kriminell mehr oder weniger. Das heißt, diese Sache war damals auch nicht so ohne ihn zu schneiden oder gar auszugraben oder wohin zu befördern. Der Holler hat relativ bald einmal seine Blüten. Ihr seht, wir sind jetzt Anfang Juni und er hat schon seine Blüten. Wir sind heuer etwas später dran, weil es recht kühl war im Mai, aber an und für sich sind diese Blüten jetzt schon fast erntereif. Nehmt es aber bitte ab einer bestimmten Höhe und schaut, der Holler hat sehr gerne viele, viele Läuse. Und wenn er die Läuse hat, dann nehmt bitte die Blüten natürlich nicht. Nehmt nur die ihr wisst, dass ohne Läuse sind. Ja? Und noch was muss ich euch sagen, die Hollerbeeren sind leicht giftig. Ich hatte selbst einmal so eine Hollerbeerenvergiftung mit fast 40 Fieber und mit Magenkrämpfen, Brechdurchfall und so weiter. Da ist wirklich nicht damit zu spaßen, aber wenn ihr diesen Holler verarbeitet, wenn ihr den aufkocht, wenn ihr den so verarbeitet, dann ist es ungiftig. Die Blüte selbst ist ungiftig, die könnt ihr so verwenden, aber immer in Maßen. Ja. Den Holler sehen wir da überall auf dem ganzen Gebiet stehen, weil hier einfach sehr viel Unrat ist und so weiter, das verfault dann und schon haben wir einen hohen Stickstoffeintrag in den Boden und dann fühlt sich dieser Holler wunderbar wohl. Was man früher auch mit dem Holler gemacht hat, sind Pfeifenhölzer, weil die innen hohl waren und somit konnte man daraus schon ganz leicht ein Rohr basteln, das dann diese Pfeifenstiele abgegeben hat. Ja. Gut, das war der Holler. Bis bald im Wald. Ciao.